Warte, was gibt's da? Alles vegan, nicht für dich, Digga. Es gibt Fleisch dabei. Ich wollte jetzt ganz, ganz viele leckere Sachen einkaufen, damit wir nachher einen veganen Braten machen können. Weil ich fahre heute zu René und Thea in den Bauwagen. Den wollen wir heute einweihen mit ein bisschen Glühwein und wir wollen uns ein richtig geiles Weihnachtsessen machen. Und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich schmeiß heute mal so ein Weihnachtsspecial dazwischen, weil ich mir gedacht habe, es ist alles so trostlos. Wegen dem Corona-Rotz. Keine Weihnachtsmärkte, kein Glühweinstand und ach, irgendwie ist das alles. Normalerweise ist das ja die Zeit, wo alle so ein bisschen zusammenrücken und wo alles ein bisschen heimelig ist. Ne? Man getraut sich nicht mehr, die Oma zu besuchen, die sonst immer einen Stollen aufgeschnitten hat und man saß lecker beim Kaffee zusammen. Es ist schon alles ein bisschen bläde. Naja, und deshalb fahre ich heute zu René und Thea, dass wir uns wenigstens ein richtig lecker, fetches Weihnachtsessen machen. Ich freue mich übelst drauf. Es wird so ein bisschen anders ablaufen wie geplant. Wir machen meistens, also wenn wir uns treffen, dann schlafe ich dort und dann machen wir richtig Party. Wird heute alles ein bisschen gediegener. Ich muss heute aus familiären Gründen natürlich wieder nach Hause. Ne? Man kann ja nicht immer, wie man will. Aber nichtsdestotrotz, ich mache uns extra ein lecker fetzchen veganen Weihnachtsbraten. Und ja, dann werden wir ein bisschen die Zeit zusammen genießen. Also viel Spaß beim Video. Macht euch wenigstens zu Hause mit eurer Familie ein bisschen schnuckelig und genießt die Zeit trotzdem irgendwie so gut wie es geht. Der Braten ist schon mal fertig. Ich habe hier einen veganen Weihnachtsbraten gebastelt für René und Thea, die... besteht praktisch nur aus Kartoffeln und Bohnen. Eigentlich müsste es genau das Richtige für René sein. Und ich habe den vorgebacken, weil die noch keinen Backofen haben in ihrem Tiny House. Und ich bin ganz gespannt, ob denen das schmeckt. Ich finde es gar nicht so übel. Ich bin auf dem Weg. Ich fahre jetzt noch eine Stunde bis zu dem jetzigen Standort vom Tiny House. Der Braten ist eingepackt und ich freue mich übelst, die beiden endlich wieder zu sehen. Also das letzte Mal, als ich das Tiny House gesehen habe, da war es noch im Rohbau, da stand lediglich das Gerüst, also der Rahmen. Da haben die den dann abgeschliffen bei 30 Grad, die beiden haben ausgesehen wie Schornsteinfeger. Das war schon krass, also ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal wieder und zum ersten Mal im Originalzustand, ich bin ganz schön gespannt. Ich weiß gar nicht, was los ist hier. Ich bin so krass aufgeregt, als muss ich die zum ersten Mal treffen in meinem Leben. Was ist da los? Jetzt kriege ich bestimmt gleich wieder einen Anschluss, dass ich wieder später komme. Und der Buddy, der hat übelst einen Dünnpfiff. Der hat jetzt so rumgejammert im Auto, dass er nochmal raus muss. Das können wir sie mir machen. Ich kann den ja nicht meine Bude kackern lassen. Los, mach ein bisschen hin jetzt hier. Komm, ich krieg einen Anschluss, nicht du. Los, komm, ab geht's. 10 Minuten sind wir da, rein mit euch, hopp. Wie kommst du? Oh, Prinzessin brauchen wir extra Wurst. Also komischerweise kenne ich diesen Ort sogar sehr gut. Ich habe meinen Quad abgeholt. Ich bin schon mal mit dem Quad durch die Gegend gedüst. Ich kenne sogar den Campingplatz. Das ist ja witzig, ey. Das ist ja krass. Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Total schön dort. Das ist ja total irre, was für ein Zufall. Thealeinchen? Wo muss ich denn hier hin jetzt? Ich kenne den Campingplatz, total krass. Ich bin hier Probe gefahren mit meinem Quad. Ja, du bist schön, erstmal. No, am Eingang, also hier steht hier, muss ich weiter hinter, ne? Du musst bis zur Schranke fahren, du bist vielleicht noch da oben, oder? Wieso isst denn du schon? Das erkläre ich dir gleich. Ey, ich fasse es ja wohl nicht. Ich hoffe, du kostest nur vor. Oh, jetzt! Ah, bis zur Schranke, alles klar. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Kommst du mich holen? Was? Was? Du sollst nur bis in der Schranke fahren. Mach ich doch. Ich warte da. Ich kann ja auch nicht durch die Schranke. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Also irgendwie finde ich die blöde Schranke doch nie. Der wird dann wieder meckern mit mir, wenn er mich sieht. Der redet schon wie mit Cory mit mir. Warten? Bis zur Schranke und warten? Entschuldigung, wo ist denn hier eine Schranke? Was für eine Schranke? Das weiß ich auch nicht. Er hat gesagt, komm bis zur Schranke. Da unten ist eine erstmal.
Dann nehme ich die. Ich danke dir. Das kann ja bloß der Kreher sein, dort vorne. Mit der Fammelmütze und dem Roller. Ich fasse es ja wohl nicht. Das ist ein fauler Sack, ey. Da kommt ja niemand zum Fuß gelaufen. Nur geil, sehr idyllisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist halt Freak, ey. Was? Oh, das ist so schön. Vors Auto, hinters oder nebens Auto? Das sind mit zu viel Informationen, damit komme ich nicht klar. Meinte Kamera alle mehr. Das ist so geil hier. Hier ist übelst viel los, hätte ich nie gedacht. Übelst viele Menschen. Ich dachte, hier ist Winter. Also hier, Platz ist eigentlich Ruhe. Also am Wochenende halt manchmal ein bisschen mehr. Sieht das nicht toll aus? Bist du stolz? Ja. Ich auch. Ich bin auch stolz. Die Thea, die steht schon am Herd oder was? Ich muss mal anklopfen. Hey, sag mal hallo oder was? Ah, natürlich. Erste Renne. Na, euer Hasenfurzi. Ja. Hast du einen Fotzi gesagt? Nein, nicht Fotzi, Fotzi. Hallo Thea, nein. Stehst du wie eine Hausfrau am Herd oder was? Ich mach gerade die Soße, weil ich bin gerade erst rein. Ach so. Ich hab, Alter, der Braten ist geil. Ich hab unsere Kosten nicht schlecht. Wo ist denn ein bisschen los? Guck mal, hier hinten gefällt. Das ist ja der Oberkern, der Doppelsee. Ja, drei Seen. Aber der erste schon nicht. Der dritte, der geht. Kannst du mal die Kamera ausmachen? Nee. Ich finde das hier so geil, da könnte ich auch schon wieder nebenher hier einziehen. Ey, klar, als Nachbarn, total genial. Ah, umgucken. Das ist ja krass. Hast du extra die Reifen hier ausgebuddelt oder was? Stand das schief? Ach so, krass. Cool. Was ist das, eure Klimaanlage? Heizung und Klima. Oh, ihr habt ja... No, wie geht die Welt zugrunde? Das hat ja, macht einen Wind. Ist ja nicht unordentlich, bist du blöd. Ja, wo denn? Na, wie daheim halt. Ja. Ich nehme die Hühner leider. Das ist geil. Oh, cool. Stell mal den Härtetest. Alter, ist das steil. Also ich mach die Kamera an, ja. Ich muss die Kamera wegnehmen. Das ist wirklich steil. Hallo, Kaffi. Habt ihr die neue Couch? Ja. Wo ist die so tief? Habt ihr die angepasst? Nur meine Schnecke. Ich habe extra meine Hunde draußen gelassen. Das sind doch im weißen Betrieb. Gibt sowas, die hier. Natürlich. Oh, ich möchte auch hier wohnen. Was? Ich möchte auch hier wohnen. Ja, komm. Oh, fein. Wo ist die Phoebe? Baby, komm, hier oben. Baby, hier. Baby, komm hier. Komm mal hier. Komm mal hier hoch. Baby, komm. Warte mal, ich zeig dir die Leiter. Baby, komm. Schnecke, mach das so fein wie die Kari. Na, klasse. Baby, komm. Schnell. Hier gibt's sowas zu essen. Na, komm. Hast du mal ein Leckerli? Baby, komm hier. Na, komm, Schnecke. Komm jetzt. Los. Oh, du Pfeifmeins, komm, los. Komm, du kriegst noch Unstücke, veganes Fleisch. Na komm, Baby, los. Guck mal, was die Mutti hat. Na komm, hier. Na fein, Baby, hier. Na. Ja, oder? Ah, das ist nicht so einfach. Oh, Matti, was soll das? Sollen wir deine vertauschen? Ja, ich habe aber auch eheliche Pflichten zu erfüllen. Deswegen... Ja, warum sagst du denn, dass du kommst? Hä? Was? Warum sagst du denn, dass du kommst? Na, ich bin doch da. Na, aber du gehst doch wieder. Na, irgendwann muss ich ja wieder gehen. Ja, früh. Und wenn ich früh um 6 fahre, ist es besser? Ja. Echt jetzt? Ja, aber dann musst du aber trinken mit, ne? Dann muss ich schnell ausnüchtern. Ist das deine Soße? Ja. Und was sagst du? Nee, ich hab noch den Kostet. Ich koste mal nicht. Ach du Scheiße. Nee, kann man machen. Lass doch mal gehören. Lass doch mal den Deckel, das war ja. Ohne Deckel. Ja, ach so, ich dachte, das muss so. Entschuldigung. Bin ich ganz verrückt. So, los, Klöße. Ich hab gedacht, hier Klöße, Rotkohl. Ja, wir können den einfach umschütten in einen kleineren Topf. Und dann, wo ist denn eigentlich mein Weihnachtsbraten? Der ist hier hinten, glaube ich.
Und was macht der Krämer? Flüchten von mir? Telefoniert mit dem Andreas, der den Laden übernehmen soll. Sieht das nicht geil aus? Hast du mal reingeschnuppert? Ich habe das aber nicht mit Linsen gemacht. Ich habe ein bisschen mit Kartoffeln und vor allem Bohnen, von relativ viele Bohnen. Ja, gut. Das kocht. Ist gut, oder? So, kann schon, ja. So, jetzt gehen wir in den Topf. Brauchen wir noch Töpfe? Müssen wir welche holen mit draußen, oder? Danke. Freunde, wir genießen. Die Arbeitsplatte haben wir ja neu geholt. Dann hier so umgedreht hingelegt und René hat hier so angezeichnet für die Platte und die Stühle. Ja. Und dann gesägt und dann aber vergessen, dass man die ja nicht nur so rumdreht, sondern auch nochmal so rumdrehen muss. Ah, oh. Weil hier vorne ja rund ist. Ja. Aber im Nachhinein war das das Beste, weil so ist es viel besser als. Ach so. Ja. Das ist aber so Schwein auf der Creme. Du musst es dann anmachen, hier schöpfer kommt sein. Ja, ich würze das dann noch ein bisschen. Sag mal. Doch, doch. Ach, keine Ahnung. Nennt er dich auch noch, ey. Sag mal, der fällt völlig ab. Was ist mit dem den Ohrgang? Der Hund ist da. Mal wieder rum hat der Bruder, ey. Das ist doch bescheuert, ey. Sag mal. Ich würde das vor der Himmel raus sein, mal. Na, hast du noch einen Top gefunden? Ich finde das so lieb zu mir. Ja, das ist schon cool. Dann ist der eigentlich noch gehen vom Aufwaschen her, sorry. Ja, das geht so. Der ist ja super oft gewaschen hier. Da können wir doch gleich essen. Oh ja, ich glaube, die sind gut. Mit 150 Grad oder was? Ja. Das mache ich einfach nur so. Jetzt erstmal die 8 ist die höchste Stufe, genau. Ist gut. Und Salz brauche ich noch. Kuschelst du? Nee, leider nicht. Warte mal, wo ist die Zinni? Wir müssen jetzt noch hier 15 Minuten, also bis das Wasser warm ist, dann noch 15 Minuten. Ja, warum lassen wir das 15 Minuten, wenn es nur 3 Spazieren dann geht der aus und den Grill brauchen. Gibt's halt Lösung ohne Salz. Wie viele denn jetzt? Dann sage die Zahl, ich fahre schon zum 5. Mal. 180. Gut. Ja, mache 180. Ist gut. So, wenn das dann kocht, können wir weitermachen. Häuschen. So, eigentlich für Pause können wir eigentlich, aber haben wir keine Antwort. Dann ist die Antwort erledigt. Dann trinken wir erstmal einen Schnaps. Nehmen wir erstmal einen Schnaps in der Pause. Wir haben hier aus dem Kühlschrank Flachmann raus, ja? Bitterlich beschissen. Nee, 12. Ich brauche 12? Ich brauch da, ihr könnt ruhig essen, ich muss. Naja. Ist auch so gut. Vielleicht noch mal die Runde 1, 2. Was? Na gut. Ich will ja echt nicht essen, die für jeden ein. Ja. Kann man von jedem. Au! Von jedem einen wegnehmen. Au! Aber du musst erstmal abkühlen lassen, diesen Schweinehals. Ja. Und eine Tonne Rotkohl. Ach, warte mal, hier hat das Fleisch. Also Fleisch, ne? Ja, das haben wir auch nicht mehr gegessen, schon ewig nicht mehr. Und auch Sauerkraut. Nee, da muss man mal so viel pupsen. Ja, was gedacht, so ein Riesenbackofen, weißt du, das nimmt das. Sieht so festig aus in dieser Fressschüssel. Ja, immer. Dieses Gehabe. Dieses Gehabe. Oh, wie deliziös angerichtet. Weil der so viel Strom kommt, da ist ein Riesenbackofen-Ding da. Aber die haben ja jetzt keinen Pizzalieferdienst mehr hier. Was? Kommen die nie bisher raus? Der vegan. Ach so. Ach so, weil ihr so weit weg seid von dem eigentlichen Standort von euch. Ja. Naja, wenn du Leipzig bist, da gibt es ja schon mal so Alternativen, aber hier in den. Boah, das ist so flutschig. Kannst du das mal aufmachen? Ich krieg die Krise hier. Ja. Ja. Kannst du vergessen. Na, ihr Wuffis! Habt ihr eure Klöße schon verspeist? Nee, oder? Die sind noch heiß, da müssen wir warten. Soll ich pusten? Warte. Warte, es klebt an meinen Fingern. Jawohl. Pippi? Ja, da kommt der Kari um die Ecke. Kari? Erst pusten. Ist heiß. Langsam. Kleine 13 Trottel. Das ist heiß. Ist die das nie? Doch, es ist heiß.
So heiß es nur Uni. Stell sie so an. Es muss genau 23 Grad haben. Dann warte. Dann der Punkt, ich mir bitte auf meine mundgerechte Temperatur zu essen. Die gehen in die auf. Immer noch nie. Ich glaube, das sind die liebevollsten angerichteten Weihnachtsteller, die ich je gesehen habe. Wie so ein Hund aus dem Trog, ey. Natürlich, die Soße darf nicht fehlen. Das ist wie wenn ihr mit dem Fahrradwohnwagen unterwegs seid. Und da renne ich, klatsche das Zeug auf den Tag. Da können wir jedes Mal wegkommen, ne? Das sieht aus wie so für so einen Rötschköder. Oh. Oh, danke schön. Ich weiß gar nicht, wie das letzte Mal bedient wurde. Was gucken wir? Ach, natürlich. Ich vergaß. Ist das nicht schön? Ja, ist, ja, es ist nicht schön. So, Prost. Soll ich jetzt sagen, frohe Weihnachten? Ich will Onkus! Nee, ich will gehen. Und ohne sie hier rein? Nein, wieso denn auch? Nur Kinder, aber keine Eltern. Das muss ein tolles Waisenhaus sein. Ich weiß nicht, wie man reinkommt. Sind das Tierleinchen dann noch gezaubert? Ist das tolle? Oh, lass dich schmecken. Ich auch. Frohe Weihnachten und so was. Nein! Wir sitzen hier im Audi, was hat denn die in der Hand? Da ist wieder eine Kamera schon. Wo ist der Becher? Ey, gieß bloß daneben, das ey, mach mal voll, was soll denn das? Das ist ein ey, du kleckerst dir alles ey, voll. Ey, echt mal auf die gute neue Couch. Nein, hör mal auf, ich gieß das selber ein. Ich kann schon die Akku des Elend. Pflegefall Elend, ja, die Bulle. Alle müssen anstoßen aufs Haus. Thomas, wir sehen, wie das geht. Profi. Jetzt, jetzt warte, wir sind du schneidest aus der ganzen Scheiße ein Video zusammen. Das ist Top-Secret-Material. Top-Secret! Das ist doch nicht veröffentlicht. Prost. Prost. Los, aufs Häuschen. Vor allem die Scheißlampe, unter allem. Weißt du, so fällt's ja. Sind das hier Waschmaschinenbefüllungs. Genau. Du kleiner, dicker Batsch. Vivi hat auch Platz gefunden. Ja, ist, mehr Hund, ist mehr Hund als Coucher. Ja. Jetzt gibt es noch Premium Creator TV für Mitglieder oder halt für Uniglieder. Noch Schmutz, Manni, meine Kleine. Oh, ich wünsche euch schöne Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und dann rutschen wir zusammen. Nächstes Mal, ne? Nächstes Mal, ja, dann, aber dann risch. Kannst du dann machen wir hier die Feuertonne an, dann wird es mit ja! So, ihr Lieben, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. War auf jeden Fall ein cooler, chilliger Abend. Ich bin immer noch voll gefressen, aber es war übelst lecker, richtig geil. Ich genieße jetzt hier noch auf dem Rückweg die geil beleuchteten Häuser. Ich liebe das jetzt. Also ich könnte da auch immer langsam durch die Stadt fahren und mir das Ganze einfach in Ruhe angucken. Finde ich total cool. Ja, also ich hoffe, wir können Silvester mit den beiden verbringen. Das wäre natürlich grandios. Und ich wünsche euch auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten, besinnliche, ruhige Tage, einen guten Rutsch und vor allen Dingen ganz viel Gesundheit fürs neue Jahr. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke, das war dann auch das letzte Video für dieses Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Ciao, ciao.